Also wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mal gerne ein Like droppen, würde mich freuen. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Runde QSG auf dem Map der Valley. Und ja Leute, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel seht, ist der Titel Facecam. Und zwar geht es auch heute um die Facecam. Da mich auch viele so gefragt haben, machst du irgendwann mal Facecam oder so ein Scheiß? Ich habe mir das genau überlegt, ich werde noch drüber nachdenken. Aber ich habe mir schon überlegt, so eine Facecam zu kaufen, einfach mal, einfach so, als dass ich das mal machen könnte dann. Also wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr mal gerne ein Like droppen, würde mich freuen. Und das mit dem jeden zweiten Tag Videos werde ich wahrscheinlich nicht einhalten. Aber Leute, es werden einfach Videos kommen, wenn ich Bock habe. Ich weiß nicht. Ist einfach im Moment so bei mir und ja, keine Ahnung. Ich mache einfach Videos, wenn ich Bock habe und wenn ich Bock habe, heißt einfach hier jeden vierten, dritten Tag wahrscheinlich. Also könnt ihr oft darauf einstellen, es kommt immer um 18.30 Uhr das Video, also könnt ihr immer um 18.30 Uhr mal so reinschauen in die Abo-Box oder so. So, den Klurak-Typen da, der hat sogar einen Klurak-Skin, nice. Leute, okay, ja okay, gönnt ihr. Okay, dann haben wir den auch, und da drüben sind noch die zwei letzten. Vielleicht geht die Runde jetzt ziemlich schnell, da können wir gleich in die zweite Runde auch noch gehen. Das wäre nice. Ja, dürfte schnell gehen die Runde. Ja, und wir haben die Runde gewonnen, Leute, dann sehen wir uns gleich in der zweiten Runde QSG. So, Leute, da sind wir in der zweiten Runde auf der Map Skytown. Und ja, ich werde das Video wahrscheinlich nicht so wirklich cutten wie die anderen Videos sonst. Denn ich rede eigentlich eh die ganze Zeit, also müsste das eigentlich eh passen. Okay, ich dachte gerade, der kommt, aber er kommt eh nicht. Außer natürlich ist es wirklich was Langweiliges, dann werde ich das wahrscheinlich schon cutten. Und sonst halt nicht, und da vorne können wir gleich ein bisschen abstauben. Oder, ja, das Eisenschwert sogar. Und jetzt müssen wir kurz ein bisschen weg. Aber dann haben wir auch, nice. Eisenschwert auch am Start. Und dann können wir gleich den nächsten Gegner da vorne holen. Der hat eine, okay, der hat nichts sonst, aber egal. Doch ein Goldapfel, nice. Okay, dann schnell da durch, weil es ist immer gefährlich, durch das Lava durchzulaufen. Den da vorne können wir auch holen. Der passt nicht auf. So, haben wir. Nice, GG. Hat er auch ein Eisenschwert und noch ein Goldapfel für uns. Ich glaube, ich gebe dann einfach mal schon. Einfach auch zur Sicherheit. Und da drüben fighten die sogar die drei. Vielleicht können wir das sogar vom Deathmatch beenden. Und der Cleaner kommt jetzt genau. Und ja, dürfen wir haben die Runde. Und der Cleaner meine war zwar ein bisschen bitter, aber ich würde sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne so eine Postwertung da lassen. Und wenn ich Facecam machen sollte, auch. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und dann, ciao, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.